Noch nicht im Klaren mit den Achteln, wie wir das spielen. Zu kurz oder zu lang? Dieses. Bro. Bro. Das ist doch. Etwas klingend, etwas klingend. Ja, bam, 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 so fester, nicht, ungefähr fester. Es ist nicht ganz. Auch vorher war es nicht ganz klar am Anfang, wie wir diese beim Takt 29, was wir da eigentlich machen, wie wir das machen. Ja, so. Aber noch nicht so viel Legato, ne? Na, mach noch mal 28. Wie wollen wir das machen? So, etwas dazwischen? Ja. So, dann. Wie die Geiger. Das machen wir, aber gehen wir jetzt weiter vielleicht, nur dass wir, wo wir aufgehört haben, Takt irgendwo 58. D. 59 wäre gut, was? E-Moll. Ja. 59. Ja, sorry, machen wir. Ja. Thank you.
damaligen Themen mit den... Zu viel. Ich finde es noch nicht gut genug. Noch nicht profilmäßig genug. Ist nicht klar. Es sollte eigentlich nur da 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 da. Ich schaff's schon, aber es wird einfach zu oberflächlich. Gell, in dem Tempo. Es sagt nichts mehr. Ja, aber, wenn Sie also, mir ein bisschen nachgeben, ich kann Sie nur da den Takt. Nur da den Takt. Von dem Gustav an, wo ich mit. Ja, ja. Sonst wird. Ja, ja. Gell, das wird ein bisschen nachgeben. Aber ich kann Sie also da schlecht hören. Ich meine, ich spiele wirklich. Es sollte noch ein musikalischer. Machen wir noch mal ein paar Takte vor Fokus. Ja. Machen wir noch mal 86, geht das? Eins. Na, vorher vielleicht. Können oder wir, vorher, bitte, vorher, gell? Können wir, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, nicht ganz zusammen. Drei und vier. Oder? Wo? Und zwar, wo Sie haben. Da. Nach den Pausen, nach den längeren Pausen. Das ist 77. Ah ja, diese. Ja, so. Wir dürfen nicht auch allen, wir müssen beruhigen. Es wird ein bisschen wir müssen ein bisschen beruhigen, damit er das Tempo kriegt. Ein bisschen, probieren wir es noch einmal. Noch einmal 82. Sehr leise spielen, wenn diese. Ja, ich spiele fast gar nicht. Aber ihr müsst beruhigen, ein bisschen. Richtig. Also, mit Orchester zusammen. 70, 71, 72. 72. Ich brauche auch diese 72 F, ja? Also ich möchte auch bei 88, von 86 an für uns, ich möchte diese. Dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Das wird man so oberflächlich. Das ist, ja. Das müsste sein. Ja, das Klopfen hier. Bam, bam, ja, ja, bam, ja. Ich muss es nur deutlich hören. Ich muss nicht hören. Also machen wir noch mal F. Das ist 1, das ist 70, 72. 72, okay. Nein, das ist, warte. 72. Das ist F, 70. Ja, 72. Ja, und. Thank you.
ein bisschen crescendieren werde ich. Ein bisschen crescendieren. Mhm. Herein crescendieren. Ja, ja. Jawohl. Also, gehen wir weiter. Ganz glücklich mit unserem 16. Trotz allem, nicht wahr? Weil wenn die Streicher Aufstrich haben und Abstrich haben, dadurch bekommen sie ein normales Gewicht auf die schwere Note. Pam, 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 pam. Aber wir haben es doch nicht so leicht. Wir machen es ein bisschen zu sehr. Wir haben es viel schwieriger. Also, wir hören da, da, pa, pa, statt die B, da, 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 da. Diese Schwerpunkte, die ja, weil wir nachher nicht durchhalten können. Ja. Für uns ist es schwer. Das Achtel mit Punkt klingt nicht am Klavier. Bei den Streitigen. Wir müssen irgendwie betonen, ein bisschen mehr betonen, die Lagenote. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Damit das ein bisschen schwer. Schwergewicht. Was soll ich machen? Ah ja, gut, gut, Moment, Moment. Naja, Köckert sagt auch was Richtiges. Dass man die Zwischennoten vielleicht dann doch im Piano nimmt, die Zwischentakte. Das ist groß. Vollkommen legato. Wie? Mit Phrasierung oder ohne Phrasierung?
Aber ich habe Phrasierung. Er hat Staccato, ja. Du hast Phrasierung. Ja, ich habe Phrasierung. Und ich habe auch. Das ist anders. Und Sie haben gar nichts. Der hat nichts. Das müssen wir schon machen. Ja, ja. Und wie wäre das, wenn wir doch noch ein bisschen mehr crescendieren würden vor dem schönen, vor der schönen Modulation? Ein bisschen, nicht viel, aber es wäre schön vielleicht. Das ist eine die hier, das ist dieses. Guck mal. Er hat Punkte. Kämpfe, haben Sie Punkte, Doktor? Der kleine Partitur. Auch da nicht. Nein. Ne? Der neunte Takt von diesem Dings da möchte eigentlich dieses kleine Crescendo schon ertragen. Der neunte und der zehnte und dann zurück. Und dann auf den elften und dann im zwölften ganz piano. Das ganz leise. Und dann kann er schon leise bleiben. Bis zum letzten, zum zwei Takte vor der nächsten Fermate, dann crescendieren, nicht wahr? Thank you.
eine kleine Idee. Dieser Takt 94 ist nicht sehr gut, weil er zu kurz ist. Ich würde sagen, dass dieser eine Akkord müsste etwas länger sein als die übrigen Akkorde. Wisst ihr, wo die Skalen sind, nicht wahr? Eine Betonung, eine. Auch bei euch, Streicher, machst du das auch, ja? Machst den Takt 94 eine Spur länger, diese Viertelnote. Du, ich möchte aber jetzt etwas wissen. Die 94. Im jetzt im zweiten Satz, nicht wahr? Ja? Macht er da noch mal so eine kleine Kadenz? Ja. Drillen wir durch, bis er soweit ist? Nein, drillen wir nicht. Also wo hören wir auf? Bam, da, 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 und jetzt macht er, also nur halt nicht drüber. Ja, was ist mit dem Drillen? Ah, gut. Ja. Das machen wir so. Ja. Sonst wartet einer auf den anderen. Also Moment, da passe ich auf Sie auf. Ja, wo ich oben habe. Ja, das mache ich. Das nächste Mal habe ich die 8 Uhr. Habt ihr durchdreht? Ja. Sollen wir das auch machen? Ich habe durchgedreht. Ja. Es geht doch weiter. Also durch. Mich stört's nicht. Es wird schon jemanden stören, aber das können wir nicht ändern. So. Also machen wir das noch einmal. Ja, seid ihr einverstanden mit diesem Akkord da? Etwas prolongieren. Den Akkord, ja. Ein ganz klein wenig. Ach, die Eins. Also gut, spielen wir noch einmal dann zurück 74, 76, ja? L. Im Takt 101 stimmt es dynamisch nicht. 101? 101, das liegt aber bei uns, da stimmt es. Aha, das war subito spielen. Das ist das Piano subito auf der zweiten Takthälfte von 101. Ja, recht hat er. Aha. Du musst auch gleich subito auf 5 und 6 muss Piano sein. 4 Takte bleiben. Ja, das ist gut. Nein, Mezzo. Und die Streicher nicht zu lange Viertelnote. Die Viertelnote etwas kürzer. Okay. Auch bei euch, ja? Im 67 etwas kürzere Note. Im fünften Takt kann wieder Forte sein. 67. Also kommt 91 noch einmal zurück. Ja. 91, das ist der sogenannte Forte. Nein, 92 ist das. 92, ja. Das Max.
ganz schön noch. Glaube ich, diese Pianotakte nach 129. Könnte man da nicht etwas machen? Etwas dynamisch? Oder ja, mehr Legato? Oder mehr Legato? Ich höre die Geigen überhaupt natürlich von hier nicht. Doch. Ja? Ja. Könnte man das vielleicht doch mehr Piano alles? Wie wäre das? Wo das Piano steht. Oder? Wie soll ich das, wie sollen wir das spielen? Du, nein, Kempe, ja. Wir sollten, nein, du doch. Du, bam, 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 bam. Das nicht etwas. Wo bist du? Du bist da. Sollen wir das Staccato spielen oder etwas doch tenuto? Oder ganz kurz. Na, ich würde es eher. Ja, etwas länger. Etwas. Eben. Poco tenuto. Ja. Ich würde auch sagen, ja. Es klingt nicht schön. Und was war bei 92? Diese Skalen sind da nicht zusammen. Wir sind nicht zusammen bei 92 noch. Da. Weißt du, was das ist? Ah, ja. Ja. Das ist wirklich dann zusammen mit den Skalen. Ach, die Eins. Also gut, spielen wir nochmal dann zurück 74, 76, ja? L. Ja, L. Morgen Vormittag, Generalprobe, um 12.15 Uhr. 15. Geht das? Ja, es geht. Bitte. Ja, danke. Ja, weil ich selber probe. Danke. Katja, weißt du, ein paar Stellen auf die Finger. Der erste Satz, Schluss. Das mache ich nicht ganz genau mit dir. Schatten.
Kinder, eins müssten wir aber wirklich anfangen hören. Den Frank Wenck.